Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder bei der Firma Mechanics Deluxe. Genau. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir bauen ein T5 Campervan auf T6 um. Haben wir unser Projektauto für 2500 Euro. Was kann man aus so einem Bus eigentlich machen und wie viel Geld muss man ausgeben? Ne? Packen wir ein bisschen Leistung drauf. Das könnte man so maximal rausholen, ohne dass man jetzt wirklich den Motor komplett aufmacht und so. Da gehen wir jetzt so knapp über die 300er Marke. Bauen den auf Camperausbau und so weiter. Sowas. Machen wir halt. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ein paar Videos sind auch schon online. Packt mal die Playlist dazu unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Ich zeige es euch gleich, der komplette Innenraum ist komplett zerpflückt und wir haben für die, die das Projekt schon von vornherein begleiten, gekauft haben wir die Karosse mit zwei Klapptüren. Genau. Fand ich auch im ersten Moment irgendwie cool und dann haben wir uns doch nochmal hingesetzt und dann habe ich gesagt, du, besteht nicht die Möglichkeit, dass wir da doch eine Klappe draus machen. Genau. Weil es für den Camper Alltag dann einfach besser ist. Du kannst dann die Füße trotzdem mal rausbaumeln lassen, auch wenn es mal regnet und so, ne? Genau, also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben ja früher alle mit Bussen mal angefangen, weil wir viel Motocross gefahren sind und wenn es dann doch mal regnet, kann man sich mal auch hinten untersetzen. Ja. Du hast quasi ein Dach oben drüber, das ist eine Sache. Dann gibt es diverse Campinghersteller, die mittlerweile auch schon so ein Heckzelt dafür machen. Mhm. Ist auch eine ganz coole Sache. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man jetzt eine einzelne Heckklappe hat, dass man zum Beispiel eine Verkleidung nehmen kann, wo man zwei Campingstühle mit unterbringen kann vom California. Mhm. Also gibt diverse Vorteile eigentlich, ne? Und so eine Klapptür ist halt, wenn man jetzt viel im Stadtbereich parkt und nicht so viel nach hinten, für so einen Handwerker und sowas, ist es halt ein bisschen geiler, ne? Haben wir besprochen, genau, sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das machen. Gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man schweißt quasi die Bleche einfach um, die man benötigt für die, um die alten Stellen zu verschließen, wo jetzt die alten Scharniere waren, beziehungsweise rüstet oben die Scharniere nach. Oder aber man bestellt sich, in England gibt es richtige Umrüstkits von zwei Flügeltüren auf eine Heckklappe. Gibt es auch richtige Kits zu kaufen. Da wir natürlich gesagt haben, low budget, haben wir es halt selbst gemacht. Karossen, ja, haben wir, also ein Bekannter von mir hat noch diverse Karossen stehen, da haben wir uns einmal was rausgesägt, was wir brauchen. Haben das sozusagen eingefügt, alles schon ein bisschen grundiert. Kannst du ja nochmal kurz einblenden. Ist eigentlich alles soweit vorbereitet, für den Lack ja schon. Und ja, dann können wir eigentlich mal rumgehen und können mal gucken, was wir so gemacht haben. Genau, weil der Innenraum ist komplett blank. Genau, ich krabbel hier mal rein. Zack, zack, zack. Jetzt kann man mal schön sehen. Hier haben wir jetzt quasi die Bodenfläche vom T5. Da gibt es so verschiedene Ausbaustufen. Das eine ist der reine Transporter, der hat sozusagen einfach nur diesen Boden mit diesen Rippen hier drin und das war's ohne irgendwas. Dann gibt es, je nachdem was man früher angekreuzt hat oder damals, eine Holzplatte oben drüber. Dann gibt es diese Zuganker hier, die man verschrauben kann. Die sind einfach nur von oben durchgebohrt, von unten mit zwei Muttern und meistens noch ein Winkel, so ein Versteifungswinkel dran. Da kann man jetzt in diesem Fall hier eine Dreiersitzbank oder auch eine Zweiersitzbank sozusagen reinklicken. Das nannte sich so, glaube ich, Karavelle, die Ausstellungsvariante. Und dann gibt es aus den Multivan, kennt man ja, auch ein Schienensystem, was wir hier auch nachrüsten. Kann man auch schön sehen. Hier überall schon die Sicken vorbereitet für die Schrauben sozusagen. Das machen wir eigentlich auch relativ oft, weil viele halt auf die Idee kommen, ich kaufe mir einen Transporter, rüste mir ein Schienensystem ein, die Plastikverkleidung oder den Klimahimmel, den brauche ich nicht unbedingt, weil ich es eh ein Schlafdach nachrüste oder wie auch immer. Ist halt relativ aufwendig, sag ich mal, weil man den ganzen Unterboden dafür zerlegen muss, um die Muttern sozusagen auch anzubinden. Vielleicht für die auch gleich fragen, kann man sowas machen und ist das auch alles tüffig? Dabei ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen reinen Transporter hat, wenn man jetzt hinten Sitze sozusagen eintragen lassen will oder nachrüsten lassen möchte, dass man auch Scheiben hat in den Seiten, jeweils in der Reihe, wo man die Sitze dann quasi einrasten oder einklicken möchte, wie auch immer. Ja, bei dir haben wir jetzt, wie gesagt, diese Anker drin, die werden wir entfernen. Was jetzt genau hier hinten ausbaumäßig passiert, ist ja noch das große Geheimnis, was du ja dann wahrscheinlich irgendwann lüften wirst. Ja, so genau wissen wir das auch noch nicht. Also so genau wissen wir es noch nicht. Also mein Plan wäre jetzt ursprünglich gewesen, wir machen auf der Seite, wo keine Schiebetür ist, quasi eine Küche und rüsten hier einfach nur zwei
also zwei Sitzschienen quasi. Dann kann man eine Zweierbank, auch original aus dem California oder aus dem Campingzubehör quasi nachrüsten, die man dann auch verschieben kann, die dann ein bisschen variabel ist, die man auch mal rausnehmen kann zur Not, dass man das Ding immer noch als Transporter nutzen kann. Ja, hier kann man schön sehen, hier haben wir jetzt die ganzen Pappen rausgenommen. Hier hinter sieht man auch so ein bisschen die Ansätze von also Dämmversuchen. Ne? Hier sieht man auch, hier wurden auch Betonmatten so ein bisschen verklebt. Macht man daher, vielleicht für den es interessiert, so ein Blech, was quasi einfach nur relativ großflächig ist, hat ja die Eigenschaft, das fungiert ja wie so eine Passivmembran, wie ein Lautsprecher eigentlich. Mhm. Wenn du jetzt fährst und die Luft sich da außen dran vorbei verwirbelt, fängt das Ding halt ein bisschen an zu schwingen und dadurch hast du ja auch diese Fahrgeräusche letztendlich nachher. Ne? Ja. Ganz viele arbeiten mit Alubutyl, nennt sich das. Das sind so relativ harte, flexible Matten, die man reinkleben kann und dann anschließend mit Amaflex, was auch nochmal ein bisschen so Wärmedämmung bringt. Was wir da machen, ich denke, wir werden ähnlich auch in die Richtung gehen, dass wir auch Alubutyl nehmen und Amaflex. Ja, wenn das soweit ist, da werde ich dann mit Frankie nochmal sprechen, von der Firma Bus for Fun, was der uns da empfiehlt. Das sind hier die Profis in Rostock und Umgebung, die sich so hauptsächlich mit Camper-Ausbauten beschäftigen. Ich denke, da werden wir dann auch nochmal sicherlich vor Ort nochmal ein Video machen. Mhm. Ja, ansonsten, was kann man hier noch zu sagen? Ja, hier haben wir auch schon alles freigemacht, den am Himmel. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen mit dem Hydraulikstempel die Beulen alle ein bisschen rausgedrückt, die wir so hatten. Es ging eigentlich relativ gut. Ich hatte erst gedacht, dass wir noch die ganzen Versteifungsbleche hier lösen müssen. Mussten wir aber nicht. Das ging eigentlich relativ cool. Ja, die restlichen Feinheiten werden wir dann nochmal kurz bevor es zum Lack geht, mit dem Spotter machen. Also die kleinen Beulchen, die kriegst du halt nicht alle einzeln rausgedrückt. Das wäre zu aufwendig. Ja, dann können wir nochmal nach vorne gehen, Richtung Armaturenbrett. Ich bin auch so jung und dynamisch, sportlich so ein bisschen. Ja. Armaturenbrettmäßig kann man jetzt sehen, hier sieht man alles ein bisschen schmuddelig vom Sauermachen. Ist aber nicht schlimm. Armaturenbrettmäßig gibt es jetzt hier die verschiedensten Varianten. Hier haben wir jetzt einfach ein ganz normales Transporter-Armaturenbrett. Da werde ich nochmal gucken, wie wir das am cleversten machen. Ich würde am liebsten ein Multivan-Armaturenbrett nehmen, weil wir da auch schon relativ viel Erfahrung haben mit Beziehen. Also das, ich würde ganz gern, oder wir haben ja besprochen, dass wir auch im Innenraum ein bisschen einen gucken lassen. Ja. Heißt also auf jeden Fall in der ersten Sitzreihe Alcantara, Armaturenbrett mit Leder beziehen. Dann, ja, du hast ja einen relativ engen Draht zu der Firma Alos. Deswegen haben wir uns gedacht, so ein bisschen mit orangen Nähten arbeiten, dass man das so ein bisschen wiederfindet. Ja. Ja, also werden wir wahrscheinlich das Armaturenbrett nochmal umbauen. Das ist eigentlich relativ easy, möchte ich meinen. Das einzig Schwierige ist, hier die richtige Blende zu finden, weil das Auto hat ja schon Klima. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Einmal mit hier drei Knöpfen für hinten nochmal. Hier haben wir ja zwei, da kriegen wir aber irgendwas hin, irgendwas Cooles, wie wir das umbasteln. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch? Ja, ein bisschen sauber gemacht haben wir das. Diese ganzen Plastikverkleidungen hier, die haben wir alle weggeschmissen, instant wie sie waren, weil durch die jahrelange doch krasse Benutzung, das habt ihr ja im ersten Video gesehen, war das einfach nur komplett ja, hinüber. Ja. Da habe ich schon mal geguckt, also die haben wir jetzt bei der Doga und sowas, wenn wir jetzt so eine größeren Projekte gemacht haben, auch alle neu gemacht, weil das einfach schicker aussieht, wenn du einsteigst, wenn das alles ein bisschen frisch aussieht. Du hast es ja selber gesehen, es sieht halt ein bisschen geiler aus. Ja, ansonsten kann man hier gar nicht viel zu sagen. Wir hatten ja hier vorher eine Dreier-Sitzbank drin. Ich denke mal, dass wir da auch bei bleiben, weil die Prämisse war ja, dass du mit deinen beiden Mädels sozusagen genau. Auch reisen kannst mit der Karre. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Sitze irgendwie noch ein bisschen schick hinkriegen, weil das war ja nur doch so ein Stino-Stoffgestühl. Erstens schick hinkriegen und dann will ich mich nochmal erkundigen. Es gibt so für den Beifahrersitz gibt es ja diese Drehoption. Genau. Also das ist ja, man muss dazu sagen, das ist ja eine Doppelsitzbank. Dafür gibt es aber auch eine Drehkonsole. Ja. Das wäre auch wieder ein Punkt, den ich gerne dann, den wir dann Frankie fragen können. Der hat da auf jeden Fall die besten Bezugsadressen, die man da so haben kann. Und dann rüsten wir dann nochmal so ein Ding nach, dass du halt auch, wenn du mal drinnen sitzen willst, die Zweiersitzbank drehen kannst. Wie heißt die Firma? Dann kann ich da selber Bus for Fun. Bus for Fun. Genau, sitzt ja auch in Rostock. Muss ich mal ein bisschen googeln, was die so haben. Genau. Die haben auf jeden Fall eigentlich alles, was man so gebrauchen kann, was, also von Amaflex über, also alles so do-it-yourself ganz viel, also auch Filz. Filz ist so das Hauptding, glaube ich. Und rüsten halt ganz viel Schlafdächer nach und sowas alles, ne? Ja, Schlafdach, da bin ich ja auch noch so. Eigentlich hätte ich ganz gerne eins. Ja, ja. Aber es ist schon, das wäre nicht mehr ganz so low budget. Richtig, also Schlafdach, da geht es halt ein bisschen ins Eingemachte.
Ich glaube, wir machen das so, wie wir es besprochen haben. Wir machen erstmal jetzt so, wie. Ja, ja, genau. Also quasi innen alles fertig, Lack, Karosse. Und dann können wir halt gucken, ob das dann auch Low Budget ist oder nicht. Aber das können wir ja zum späteren Zeitpunkt entscheiden eigentlich. Ja. Okay, dann war das jetzt quasi erstmal kurz mal der Zwischenstand, was aktuell passiert ist. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Da ist nämlich auch schon ein bisschen was passiert. Ja. Mhm. Mhm. Hier muss ich gestehen, hier haben wir uns mal von unserem Artium, von der Firma Baltic Carbon, seiner Stoßstange bedient. Der Bus ist auch gerade hier, den bauen wir auch um auf T6. Ich hatte jetzt nur noch keine lackierte und ich wollte jetzt nicht irgendwie eine aus dem Container rausziehen. Hier haben wir jetzt eine frisch lackierte, sieht ein bisschen schicker aus. Wir haben jetzt schon mal den Schlossträger, den Pralldämpfer unten alles montiert, mal einen Scheinwerfer. Einfach mal, um auch mal dem Zuschauer zu zeigen, wie das nachher so ungefähr aussehen könnte. Da hätte ich gesagt, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt einen T5.1 gehabt und wir wollen jetzt einen T6 umbauen. Ne? Viele von euch haben vielleicht schon mal einen T5.1 auf Facelift umgebaut. Das sind so diese Scheinwerfer hier, die haben wir hier liegen. Die kennt ihr vielleicht auch noch, das ist so ein, jetzt ein Facelift-Scheinwerfer. Dieser Umbau von T5.1 auf Facelift, das kriegt man wirklich, kriegt jeder in eine Tiefgarage hin, das ist echt kein Thema. Braucht man auch Schlossträger eigentlich gar nichts umbauen. Bei T6 wiederum ist es schon ein bisschen anders. Da haben wir einen anderen Schlossträger, einen Pralldämpfer. Das wäre eigentlich alles gar nicht so wild. Aber das Kühlerpaket muss ja nachher auch irgendwie gehalten werden. Und das geht halt nur mit diesem neuen, mit diesem, das ist jetzt ein Facelift-Schlossträger. Ist im, eigentlich im T6 genau der gleiche. Und Pralldämpfer genau das gleiche. Und im Pralldämpfer hängt halt unten auch, ist auch der Kühler befestigt, das Kühlerpaket befestigt. Ich hätte gesagt, wir bauen jetzt nochmal die Stoßstange ab. Dann können wir nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, was für Teile wir hier brauchen. Einfach um, ja, können wir dem Zuschauer mal zeigen, was man alles so benötigt für einen T6-Umbau. Mhm. Hier vielleicht nochmal kurz gesagt, das ist jetzt die LED-Variante. Das hatten wir ja besprochen. Das war eigentlich auch der Grund, ja, warum du gesagt hast, wir wollen einen T6-Umbau machen. Weil wir ja beim Facelift gibt es ja nur einen Bi-Xenon. Maximum und beim T6 gab es ja schon diese LED-Variante und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, wir sind lange Jahre vorher auch Halogen oder Xenon gefahren, aber diese LED-Geschichte ist nochmal, also richtig ein Stück Lebensqualität, wenn du da nachts fährst, die Straße ist wirklich taghell und ist einfach geil. Mhm. Weil das finde ich, lohnt sich jede Mark für so eine Geschichte. Ist ja auch sicherheitsrelevant. Ganz klar, also wie gesagt, das ist wirklich, nachts ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sagt man ja. Ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das einmal runter. Genau, Stoßstange haben wir ab. Jetzt sieht man auch wieder den ganzen Gammel so schön. Das hat sich ja mal erledigt. Wir wollten einfach nochmal zeigen, was man jetzt alles benötigt, weil viele ja immer fragen, was braucht man alles. Also haben wir einmal den Schlossträger als solches. Das ist der hier vorne. Ne? Schlossträger deswegen, weil er hier vorne das Home-Schloss quasi beheimatet. Habe ich hier auch nochmal hingelegt, dass man das nochmal sieht, wie das Teil aussieht als Einzelnes. Dann haben wir hier unten den Pralldämpfer, ne, der wird hier angeschraubt und dann, das ist hier der Stoßstangträger, der wird quasi nochmal aufgeschraubt, das ist das Teil hier, ne? Das schraubt man nochmal extra auf. Wir haben damals, als wir angefangen haben, den ersten, meinen eigenen Bus, den haben wir, glaube ich, umgebaut ohne das alles, nur mit diesem Teil, das geht auch, also das kriegt man auch alles hin. Wir haben uns hier vorne für den Scheinwerfer extra noch Bleche gebaut aus Edelstahl, also das kriegt man auch alles hin. Aber letzten Endes, für uns als Firma jetzt, mussten wir uns irgendwie Gedanken machen, es muss ja auch zeitlich im Rahmen sein, damit man noch ein bisschen Geld verdienen kann. Ja. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, und du bist halt auch fachmännischer, ne? Ja, eben. Es soll ja auch ein bisschen fachmännisch sein, gerade wenn es für den Kunden ist. Hier kann man jetzt nochmal schön sehen. Hier seht ihr nochmal, habe ich nochmal einzelnen, den Pralldämpfer. Das ist hier ist die Aufnahme für das Kühlerpaket. Ne? Da kommt unten quasi so ein Gummi rein, der ist unten eckig, oben rund. Und darauf steht quasi das Kühlerpaket. Und oben drinnen genau das gleiche. Oben haben wir hier so eine Schlitze. Warte mal. Ich glaube, ich habe da mal überlegen hier. Das sind die Dinge für oben. Die kommt dann oben quasi ins Kühlerpaket rein und wird dann quasi von hier oben durch verschraubt. Das ist auch ein bisschen so gelagert. Ja. So was braucht man halt. Ja, dann haben wir eigentlich schon fast alles erklärt. Der LED-Scheinwerfer als solches, der passt jetzt erstmal so von den Schrauböffnungen her ganz gut. Auch da kann man natürlich bei VW neun kaufen für, weiß nicht, ich glaube 2 Mille knapp. Mhm.
oder 1,5 irgendwie so, kriegt man natürlich auch Gebrauch gekauft. Hier zum Beispiel ist jetzt ein Halter abgebrochen, das ist nicht weiter wild. Ein Rap-Kit dafür gibt es leider nicht. Aber an sich habe ich ja hier zwei Punkte, hier unten einen Punkt. Reicht eigentlich, das ist jetzt einfach einer, der übergeblieben ist. Ob ich den nochmal irgendwann einbaue, wahrscheinlich eher für meine privaten Projekte. Ich glaube, es gibt von der Firma Sika ein Produkt, womit du Halter und sowas nachbauen kannst. Ja, kann auf jeden Fall sein, da können wir ja nochmal gucken. Also auf jeden Fall, ja, für den Kunden habe ich es am liebsten, wenn es halt einmal vernünftig ist, ne? Wo ja, alle Halter noch dran sind, logischerweise. Aber manchmal hast du ja irgendwo eine, der wo eine Schramme ist und so. Also ich selber lege da nicht so viel Wert drauf, wenn da irgendwo eine Schramme ist und ich das irgendwie für eine schmale Mark kriegen kann, dann kaufe ich das. Ja. Ne? Ansonsten haben wir hier zwei Steuergeräte drin und ein etwas an den Stecker. Da muss auch noch ein bisschen umgepinnt werden und so weiter, damit das Ding dann irgendwie auch zum Laufen kommt. Ne? Ja. Das wird dann wahrscheinlich ja, nicht nochmal ein eigenes Video sein, aber das ist dann ein bisschen umfangreicher und ja, kriegt man aber alles hin. Ja, ansonsten, was haben wir noch zu sagen? Wenn du hier mal reinleuchtest, also ich weiß nicht, was du sagst oder was die Leute sagen, aber es sieht extrem keimig aus. Ja, so ein bisschen Gammel, ne? Genau. Ist aber alles weiter nicht wild. Das Ding geht ja zur Firma Carblast, wird ja auch untenrum konserviert und so weiter. Also die Karosse als solches, die Karosse hört hier auf. Also hier sind ja die beiden Traversen, einmal hier, einmal da drüben. So, hier an der Traverse, René, kannst du mal kurz hinführen. Hier ist der quasi, ich nenne ihn mal Hilfsrahmen. Ob er nur wirklich so heißt, weiß ich nicht, aber ich sage mal Hilfsrahmen. Ist hier verschraubt, da hinten verschraubt, also vier große Schrauben sind das. Die halten sozusagen diesen ganzen Achsträger hier an der Karosse fest. Weil das Video ja heißt Zwischenstand, was ist schon alles passiert? Also wir haben den Bus zerlegt, wir haben jetzt schon mal so die ganzen T6-Dinger Probe gesteckt, Kotflügel und so weiter, werden wir auch nochmal alles Probe stecken, macht man ja so vorher, bevor man das lackieren lässt, damit das alles noch ein bisschen nachgearbeitet werden kann, nicht, dass nachher alles lackiert ist und dann fangen wir erst an rumzufräsen und so weiter. Ja, was ist noch passiert? Wir haben jetzt schon mal ein paar Teile zum Sandstrahlen und Pulver abgegeben, unter anderem diesen Rahmen hier. Ja, kann man nochmal schön sehen. Ich habe hier noch einen stehen von einer der Busse, die wir gerade hier in der Mache haben. Das sieht natürlich nicht schön aus. Jetzt kann man sich natürlich fragen, muss das unbedingt sein und so weiter und so fort. Aber ich bin immer der Meinung, wenn jetzt gerade mal hier ist also der Turbolader, hier sieht man auch schön, wie das schön ölig alles hier ist. Ne? Mhm. Ich bin immer der Meinung, wenn man das alles einmal frisch macht und man macht den Motor jetzt fertig, dann kann man auch immer, wenn man regelmäßig mal gucken lässt oder auch in der Werkstatt ist, dann kann man halt sehen, wo sind irgendwo Leckagen, wo ist irgendwas frisch. Bei so einem verkeilten Ding siehst du gar nichts. Da siehst du einfach nur alles ölig. Ja, das stimmt. Und wenn einmal alles schön ist, dann kannst du halt auch gucken, wo sind Stellen, die undicht sind, wo muss nachgearbeitet werden und so weiter. Mhm. Ja, finde ich eigentlich schöner. Und ich sag mal so, das Sandstrahlenpulvern für so einen Achsträger hier ist eigentlich auch echt überschaubar. Ja. Ja, ansonsten, ja, was haben wir sonst noch? Ja, die ganzen Karosserieteile, ist auch wieder so ein Punkt. Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen ein Low-Budget-Projekt. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich kann alles neu bei VW bestellen. Das wäre natürlich enorm einfach, aber auch extrem teuer. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und wir haben bei eBay Kleinanzeigen so ein paar gebrauchte Teile rausgesucht. Ich sag mal Motorhaube, Kotflügel und so weiter und so fort. Ich muss mal sehen, wie weit wir jetzt kommen mit Artyom. Artyom ist gerade dabei und baut für unseren aktuellen Racebus, den wir jetzt gerade bauen, diesen Einkabiner-Pritsche. Der ist allerdings nur für die Rennstrecke gedacht. Da sind wir jetzt gerade dabei, eine Motorhaube aus Echtcarbon zu bauen und Kotflügel und sogar Türen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, vielleicht, wenn wir rechtzeitig fertig werden, vielleicht kriegen wir ja noch zwei Kotflügel oder so. Das wäre ja eigentlich auch noch ganz witzig. Weil wir gerade dabei waren, was brauchen wir alles für einen T6-Umbau? Ne? Ganz klar, die Kotflügel, die ich hier gerade mal fachmännisch noch mal befestigt habe. Ich nehme den mal ab. Zack. So, an sich, das Coole ist bei diesem Fahrzeug, ich sag mal, wann T6.1 als Beispiel, René, wann kam der letzte raus? Ich glaube, 20 wurden die auch noch gebaut oder werden immer noch gebaut. Mhm. Der Kotflügel vom T6.1, das hier ist jetzt T6, aber selbst der Kotflügel vom T6.1 passt noch an dieses Fahrzeug hier, oder passt an die Fahrzeuge schon von 2004. Das ist halt enorm cool. Das passt hier alles noch einfach so ran. Ich kann den nochmal ransetzen. Brauchen wir auch beim T6-Umbau, bei T5 auf T5 Facelift ist der Kotflügel der gleiche. Beim T6 ist er ein bisschen anders ausgeformt, ne, wegen dem
anderen Scheinwerfer. Wir haben hier unten noch so eine Plastikecken, wo die Stoßstange nachher eingeklickt wird. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Blinker, hinten die Fassung und so weiter, weil auch die... Warte mal. Können wir mal gucken hier. Das ist jetzt T51 vom alten Blinker, ne? Irgendwie passt das irgendwie. Ja, nee, das passt nicht. Das kriegt man bei VW aber auch alles bestellt. Und das wird dann einfach umgelötet beziehungsweise umgepinnt und dann passt der Blinker soweit auch. Ne? Das sind halt auch so coole Details, die mir jetzt so aufgefallen sind bei den letzten Umbauten. Man lässt immer alles hoch, dann schwarz lackieren und so weiter, alles ist fertig. Du steckst einen Blinker rein und siehst du hier dieses olle Plastikfarbene. Ne? Das geben wir dann meist auch zum Lacker ab. Der lackiert das dann einmal nochmal hoch, dann schwarz hier, klebt das sauber ab. Das finde ich eigentlich immer ein ganz nettes Detail. Ja. Ansonsten, um das nochmal abzuschließen mit dem T6, man braucht auf jeden Fall noch die passende Motorhaube. Auch die konnte ich bei kleiner, nee, die habe ich von meinem Freund, der Verwerter ist, abgestaubt. Und dann glaube ich, hätten wir fast alles. Haubenschloss hier vorne, beziehungsweise die Entriegelungsgeschichte brauchen wir auch vom T6. Bräuchte man nicht unbedingt, das andere ist einfach nur ein Stück kürzer, aber es soll ja halt alles ein bisschen auch Hand und Fuß haben. Deswegen nehmen wir den T6-Öffner, ja, weil da einfach mit der Haube vorne abschließt und dann kannst du auch vernünftig aufmachen. Das ist noch so eine Stelle, die wir hier auch noch... Also Karosserie außenrum müssen wir noch ein bisschen was machen. Hier haben wir jetzt eine Stelle im Schweller. Ich sag mal so normale Beulen in der großen Fläche, die kann man ja mit dem Spotter relativ easy sozusagen spotten. Das hier ist relativ schwierig, möchte ich meinen. Das versuchen wir auf jeden Fall mal. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich einen Teilersatz machen, weil das hier extrem hartes Blech ist und extrem dick ist. Da reißen meistens die kleinen Spotterpunkte, die wir hier machen, meistens aus und da passiert gar nichts. Das müssen wir halt noch machen. Und so eine Sache wie hier ist natürlich was, wo der normale Autokäufer oder Kunde, wie auch immer, wird natürlich sagen, ach du Scheiße. Aber im Endeffekt ist das hier einfach nur alles noch oberflächlich. Das kriegt man alles runter. Ich denke, das war's dann. So als Zwischenstand. Und was brauchst du für T5 auf T6? Falls ihr das Ganze weiterhin begleiten wollt, lasst gerne ein Abo da. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Du sagst immer nie ciao. Tschüss.